Okay, ich mache mal weiter mit der Analyse. Nachdem Pils dann Nidal-Nibs sagt, ich gehe auch mit dir in die Moschee gerne mit, wenn du mich dann, aber nur wenn du mich auf dem Gebetsteppich, sagt sie auch noch, Gott sieht alles, du Fickbremse. So wie ich das interpretiere, ist, du kannst als gläubiger Mensch nicht so tun, als wäre in manchen Situationen etwas okay und in anderen Situationen nicht okay, sondern wenn du davon ausgehst, es gibt einen Schöpfer oder es gibt eine universelle Energie oder Macht, vor der du dich verantwortest, und religiöse Menschen können sowas auch haben, die nennen das dann vielleicht einfach ihr eigenes Gewissen. Wenn es so etwas gibt, dann musst du in jeder Situation korrekt sein. Dann musst du in jeder Situation respektvoll dich verhalten. Ja? Dann kannst du nicht sagen, ja, in dieser Situation bin ich nicht brutal zu Frauen, aber in einer anderen Situation bin ich brutal zu Frauen und unterdrücke die. Sondern dann hast du eben vielleicht erkannt, dass das falsch ist, auf eine gewisse Art und Weise zu sein, dann musst du das aber auch einhalten und nicht nur das einhalten, wenn du dich gerade in der Moschee befindest, wenn du dich gerade in der Moschee befindest. So verstehe ich zumindest das, dass Pilz dann eben das anhängt, von wegen Gott sieht alles. Das habe ich ja schon analysiert in dem ersten Video. Ja, ich finde, da spricht sie einen guten Punkt an, so dass Rapper und Rapperinnen halt in ihren Liedern manchmal behaupten, sie wären dies oder das und das dann aber im echten Leben nicht tun oder machen. Das Gleiche kann man ironischerweise auch ihr vorwerfen oder denjenigen, die versuchen, Pilz jetzt auf eine plumpe Art und Weise zu verteidigen, indem man halt sagt, ja, das war doch nur ein Battle oder das ist doch nur Rap oder das ist doch nur im Rahmen dieses Spiels eines Rap-Battles. Nee, meiner Meinung nach muss sie auf eine gewisse Art und Weise auch dazu stehen, was sie da sagt oder dazu stehen, zumindest zu der Kritik, die unter der Oberfläche liegt. Oberflächlich ist zum Beispiel, sie sagt eben dieses, oh, darf ich jetzt deine muslimische Frau sein? Aber was sagt sie eben eigentlich damit? Habe ich auch schon im ersten Video beschrieben. Und da spricht sie jetzt in dem Part, wenn es weitergeht, noch eine Menge Sachen an, wo sie eigentlich die Weltsicht und die, ja, die eingeschränkte Weltsicht und die eingeschränkte Sicht auf politische Zusammenhänge von Nidal Nib kritisiert. Das haben die Leute von diesem Hip-Hop-Blog, heißt glaube ich die Seite auf Facebook, die haben das bis dahin zitiert, dieses Battle und den Videoausschnitt. Und zu der Stelle muss man auch einfach sagen,
hier greift Pils meiner Meinung nach auf eine clevere Art und Weise an, wie Nidal sich über Dinge beschwert, die auf der Welt laufen, aber halt sehr einseitig und eingeschränkt sich über diese Dinge beschwert, gleichzeitig sich selbst eben das Image oder den umgedrehten Namen eines Terroristen gibt. Und damit fragt sie ihn sozusagen, ja, soll das dann deine Antwort auf diese Probleme sein? Soll deine Antwort auf diese Probleme sein, so sein zu wollen wie dein großes Vorbild Osama bin Laden? Weil ich weiß nicht, ob das allen klar ist, die diesen Ausschnitt gesehen haben, aber davor hat sie es schon mal erwähnt, Nidal Nib rückwärts geschrieben und so weiter. Und der meint eben nicht, dass er es rückwärts schreibt, weil er genau das Gegenteil sein will, sondern hat in Interviews und ist auch schon länger her, aber hat es quasi eher so damit begründet, dass er der Terrorist des Raps ist. Wobei man da natürlich auch einschränken muss und sagen muss, das kann auch als eine kritische und antirassistische Entgegnung von Nidal Nib verstanden werden, nämlich als eine Entgegnung gegenüber rassistischer Klischees und Stereotype, die auf ihn angewendet werden. Das heißt, wenn Menschen ihn sehen, wie er aussieht, erfahren, wo er herkommt und ihn deswegen automatisch für einen gefährlichen Terroristen halten oder so, irgendwann entwickelt er dann diese Trotzigkeit und sagt, okay, dann bin ich eben das für euch, dann erfülle ich dieses Image für euch, wenn es unbedingt sein muss und wenn ich dadurch sozusagen euch ärgern kann. Also diese Umdrehung und diese Trotzigkeit in dem, was für eine Zuschreibung von außen an einen rankommt und welche Rolle man dann selbst einnimmt, die beobachten wir in der Soziologie, in der soziologischen Forschung, in der, wenn wir uns Gesellschaft anschauen, wie Menschen handeln, wie Menschen Rollen einnehmen, Aufgaben, wie Menschen Selbstbilder entwickeln in Gesellschaften, in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, beobachten wir sowas eigentlich recht häufig. Und danach weist sie eben darauf hin oder will sich eben als anders als Nidal Nib darstellen, indem sie darauf hinweist, dass ihr letztes Album vom Verfassungsschutz untersucht worden wäre, dass sie Probleme bekommen hat wegen einem Musikvideo. Ich glaube, das Video hieß Konfetti featuring Markus Steiger, dem alten Revolutionär. Und Pils will sozusagen damit ausdrücken, schau mal, ich mache wirklich was, um die Welt zu verändern und deshalb bekomme ich auch wirklich Probleme mit Behörden und so. Während du in deinen Raps halt nur so tust, als hättest du Probleme mit den Dingen, wie sie laufen. Diesen Angle, also diese Sichtweise und diesen Ansatz haben viele Leute Pils ein bisschen vorgeworfen und haben gesagt, dass sie es ein bisschen lächerlich finden. Auch im dritten Part, glaube ich, wiederholt sie das so ein bisschen, dass sie dann irgendwelch ein Schreiben von Polizei oder Staatsanwaltschaft oder Bundeskriminalamt nochmal rausholt, um zu beweisen, wie real sie ist, sozusagen. Ich finde gar nicht, dass man ihr den Vorwurf so machen kann, weil es bettet sich eben darin ein, wie sie hier Nidal eben gerade dafür kritisieren will, dass er seinen Worten keine Taten folgen lässt. Wobei dann halt auch fraglich ist, ja, Pilz. Wie sinnvoll oder krass ist es denn, was du politisch machst? Also, du redest halt von Demonstrationen, du machst irgendwie in einem Video mal ein AfD-Plakat weg. Weiß ich nicht, ob das schon alles ist, aber ja, immerhin behandelst du diese Themen. Also, da sehe ich schon irgendwie ihren Punkt. Problematischer allgemein an dem Battle, und darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, finde ich ganz andere Sachen, in denen sie vielleicht gar nicht mal direkt von sich aus rassistisch sich äußert oder handelt, aber auf jeden Fall gesellschaftlichen Rassismus benutzt, gesellschaftliche Klischees,
Ich glaube, in einer Runde später ist es auch so, dass sie noch so meint, von wegen, Nidal geht zum Kölner Bahnhof und seine Nafri-Brüder gönnen sich Arschloch, oder sowas. Reckt seinen Po empor und seine Nafri-Brüder gönnen sich. Ja, ich weiß nicht, es ist nicht ganz klar, ob das ein Vergewaltigungsszenario in dem Sinne ist, weil es könnte ja auch sein, dass er das freiwillig macht und die anderen quasi merken, dass er Bock drauf hat und dann das Ganze einvernehmlich passiert. Aber indem sie das Ganze mit dem Kölner Bahnhof verbindet und mit dem Wort Nafri, was eben in dieser ganzen Silvester-Debatte aufgekommen ist. Ja, ihr versteht ein bisschen, was ich meine, wahrscheinlich. Mal schauen, ich ziehe mir das Battle jetzt nochmal rein. Wie gesagt, ich habe es vor einer Woche gesehen und vor 5 Wochen schon mal. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, zu dem, was ich gesagt habe, mich auf irgendwas hinweisen wollt, was ich komplett vorbeisehe oder falsch sehe oder mir was ergänzen wollt, mir eine von meinen offenen Fragen beantworten wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Ansonsten, keep it conscious.